Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist und ich bin jetzt mit Paul Schreier verbunden. Der müsste an der Ostseeküste sitzen und dementsprechend sage ich Ahoi. Ahoi, schönen guten Tag. Hi Paul, wir haben heute den 11. September 2013, sprich den 12. Jahrestag der 9/11-Anschläge. Wenn du unsere Zuhörer einmal bekannt machen müsstest mit den drei Aspekten, die du im Herzen der Angelegenheit von 9/11 wähnst, die aber in der Debatte über das Ereignis normalerweise zu kurz kommen, welche wären das? Da könnte man natürlich vieles aussuchen, das ist immer auch ein wenig Ansichtssache, aber ein Aspekt, der sicher sehr zu kurz kommt und der auch in der offiziellen Untersuchung fast ausgeschlossen worden ist, ist die Tatsache, dass es ein Militärmanöver und nicht nur eines an diesem Tag der Anschläge gegeben hat. Also das bekannteste ist Vigilant Guardian, ein Luftabwehrmanöver am Morgen des 11. September, zu dem auch die virtuelle Entführung eines Flugzeuges gehörte. Und das ist natürlich ein Aspekt, der untersucht werden sollte unbedingt. Das ist steht für mich ganz vorne. Jetzt könnte man noch weiteres dazu nehmen. Also es ist wirklich eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen, aber diese Sache mit dem Manöver erscheint mir doch sehr wichtig. Ja, grundsätzlich haben wir es ja da mit einem vierfachen Versagen der US-Luftwaffe zu tun. Wie konnte es dazu kommen? Das ist genau die Frage. Und das ist auch genau die Frage, die bisher eben nicht beantwortet worden ist. Es gab die 9/11-Untersuchungskommission, die ja von 2002 bis 2004 gearbeitet hat, mit großem Aufwand, mit einem großen Stab. Ungefähr 80 Stabsmitglieder haben innerhalb dieser Kommission über anderthalb Jahre gearbeitet. Da gab es ein Team in dieser Kommission, die sich nur mit der gescheiterten Luftabwehr befasst haben und die herausfinden wollten, woran das gelegen hat. Und gegen Ende der Arbeit der Kommission, Anfang 2004, bemerkten die Leute innerhalb dieser Kommission, die Ermittler, dass sie von den offiziellen Stellen vom Militär, vom Pentagon mehrfach belogen worden sind in früheren Aussagen und wollten das sogar vor Gericht bringen, hatten überlegt, ob sie Anklage erheben und das wurde dann abgebogen in letzter Minute. Also man kann definitiv sagen, dieser Punkt ist bis heute nicht aufgeklärt. Ja, auch eine Sache, die wenig aufgeklärt ist, ist, ob eigentlich noch die Verfassung der USA gilt. In Sachen COG, Continuity of Government, kannst du ein wenig dazu sprechen? Diese Pläne sind ja am 11. September 2001 zum Teil in Kraft getreten. Richtig, das ist auch ein Punkt, der quasi komplett unbekannt ist. Es gibt Pläne, sogenannte Notfallpläne in den USA, die mit dem Stichwort Continuity of Government, also Fortführung der Regierung, beschrieben werden. Das sind Pläne, die stammen eigentlich noch aus dem Kalten Krieg und da ging es darum, dass man mit einem Atomschlag der Sowjetunion rechnete und dafür sorgen wollte, dass wenn jetzt eine Atombombe auf Washington fällt, dass nicht die gesamte Regierung außer Kraft gesetzt ist und dass man das Land irgendwie noch organisieren und führen kann. Das waren Notfallpläne, die dafür sorgten, dass die Regierungsgeschäfte fortgeführt werden können. Und diese Pläne existierten aber nach dem Kalten Krieg weiter und sie wurden auch weiterentwickelt. Und das Spannende ist nun, was wenig bekannt ist, am Morgen des 11. September wurden diese Pläne erstmals aktiviert von Vizepräsident Cheney und zwar kurz vor 10 Uhr nach dem Absturz des Flugzeugs im Pentagon. Und die Pläne wurden aktiviert und führten dazu, dass eine Schattenregierung, so nennt das die Washington Post in einem Artikel, der einige Monate danach erschien, eine Schattenregierung gebildet wurde außerhalb von Washington unter der direkten Kontrolle von Vizepräsident Cheney. Was diese Schattenregierung komplett in den Monaten nach 9/11 gemacht hat, wie lange sie gearbeitet hat, das sind alles Dinge, die bis heute überhaupt nicht enthüllt sind. Wir wissen nur durch einen Bericht der Washington Post vom März 2002, dass diese Schattenregierung am 11. September 2001 gebildet worden ist. Verantwortlich gemacht für den 11. September wird ja Al-Qaida. Wie sieht es allgemein mit der Beweislast gegen diese Al-Qaida bezüglich 9/11 aus? Für das Versagen der Luftwaffe zum Beispiel kommt Al-Qaida wohl eher nicht in Frage, oder? Das kann man wohl sagen. Und das ist auch natürlich logischerweise ein ganz wichtiger Punkt, denn es wurde ja, jeder weiß das, direkt nach den Anschlägen wurde spekuliert, Bin Laden ist es gewesen, muss es gewesen sein. Aber es wurden eigentlich nie Beweise vorgelegt. Und es wurde interessanterweise im Zusammenhang mit den Anschlägen von 9/11 auch nie Anklage gegen Bin Laden erhoben, obwohl man in der Vergangenheit Bin Laden werden ja auch andere Anschläge zur Last gelegt, zum Beispiel 1998 auf die Botschaften in Ostafrika oder im Jahr 2000 der Anschlag auf das Kriegsschiff USS Cole. In diesen Fällen wurde teilweise Anklage gegen Bin Laden erhoben, aber
Fall von 9/11 wurde nie offiziell Anklage erhoben, weil offiziell keine Beweise vorlagen. Und das ist dieser merkwürdige Widerspruch. In den Medien wird bis heute suggeriert, es wäre erwiesen, dass Bin Laden und Al-Qaida hinter den Anschlägen stecken und sie geplant haben. Aber de facto wurden nie Beweise dafür vorgelegt. Was ist denn deines Erachtens nach vom 9/11-Kommissionsbericht zu halten? Also was den Abschlussbericht der Kommission angeht, da muss man aus meiner Sicht differenzieren. Es gibt Themen, die er interessant und richtig analysiert und ermittelt hat, aber es gibt auch Themen, die gar nicht vorgekommen sind, und das ist auch kein Zufall. Denn der Leiter der 9/11-Commission, das war der Philipp Selikow, und das ist ein Mensch mit ganz engen Regierungskontakten. Der war zum Beispiel ein enger Vertrauter der damaligen Sicherheitsberaterin Condi Rice, und er hatte auch andere Kontakte ins Weiße Haus, zum Beispiel zum Präsidentenberater Karl Rove. Und dieser Mann hat... War ja auch Mitglied des Transition-Teams. Des Übergangsteams, als die Bush-Regierung ins Amt kam, Anfang 2001, da war Selikow Teilnehmer oder hat mitorganisiert den Übergang der Regierungsgeschäfte. Also er hat einen ganz engen Draht zum Weißen Haus. Und Selikow hat eben dafür gesorgt, dass bestimmte Themen von der Kommission gar nicht untersucht worden sind oder dass bestimmte, ich sage mal, nicht politisch genehme Ermittlungsergebnisse es nicht bis in den Abschlussbericht geschafft haben oder nur in kleingedruckte Fußnoten, die nachher nicht wahrgenommen worden sind. Also es ist hier vertuscht worden durch den Leiter der Kommission, aber es gibt im Bericht auch Dinge, die vernünftig dargestellt sind. Da muss man differenzieren. In einem neuen Artikel, den du vor wenigen Tagen veröffentlicht hast, vertrittst du die These, dass es wohl zwar Flugzeugentführer gab, aber keine Selbstmordattentäter. Das bedarf, glaube ich, einer Erklärung. Bitte. Das ist richtig. Ich habe jetzt einfach zum 12. Jahrestag mir überlegt, um mal meinen Beweggrund nochmal darzulegen, reicht es aus, jetzt immer nur weiter Fragen zu stellen und auf Versäumnisse hinzuweisen? Oder sollte man nicht vielleicht mal einen Schritt weitergehen und eine alternative These anbieten zur Diskussion, wie könnten die Anschläge abgelaufen sein, wenn es nicht so war, wie behauptet wird? Und dass es nicht so war, wie behauptet wird, das kann man ja relativ gut nachweisen, aber dann muss es ja irgendwie anders in sich schlüssig auch darstellbar sein. Und ich habe versucht, so eine These zu entwickeln, die ist jetzt bei Telepolis erschienen, gestern und heute, vorgestern und gestern. Und es geht darum, im Grunde gibt es zwei Modelle, die sogenannte Lihop und die Mihop-These, also Let it happen oder Make it happen on purpose, das heißt, wurden die Anschläge bewusst zugelassen, inszeniert. Das sind so die beiden Thesen, die immer so gegeneinander stehen in der Debatte der Skeptiker. Und ich bin eben der Meinung, man kann daraus eine Synthese bilden. Es muss gar kein Widerspruch sein. Es kann sein, dass es einen Al-Qaida-Entführungsplan gegeben hat mit einigen dieser Leute, die uns jetzt, einigen dieser 19 Namen, die uns präsentiert werden, und dass zugleich die amerikanische Regierung und Teil der amerikanischen Regierung diesen Plan abgefälscht hat, ohne Wissen dieser Terroristen, eine Synthese. Und also diese Entführungspläne wurden gehijackt. Sozusagen, ganz genau. Und der Hintergrund wäre der, dass es einen Entführungsplan gegeben hat von Al-Qaida, aber ohne Selbstmordabsicht. Das heißt, eine herkömmliche Flugzeugentführung, mit der man politische Ziele verfolgt. Das heißt, man landet auf einem Flughafen, nimmt die Passagiere als Geiseln und stellt politische Forderungen. Und genau so etwas ist ja nicht nur in den 70er Jahren passiert, sondern was auch relativ unbekannt ist. 1999, Ende des Jahrtausends, gab es eine Flugzeugentführung von Indien nach Pakistan, Afghanistan durch Al-Qaida-Extremisten, durch Al-Qaida-nahestehende Extremisten. Und diese Flugzeugentführung ist eine perfekte Vorlage für 9/11. Und man kann, zumindest kann man erwägen, ob an 9/11 nicht etwas Paralleles geplant war und dass den Al-Qaida-Leuten dann durch Vorwissen der Geheimdienste aus der Hand genommen worden ist. Ja, in deinem Artikel gehst du davon aus, dass dieses Hijacken der Entführer so vonstatten gegangen sein könnte, dass dort eine Fernsteuerungstechnologie zum Tragen kam. Kannst du dazu etwas sagen? War das denn 2001 schon möglich? Also das ist natürlich spekulativ. Es ist eine These, da kann man jetzt nicht sagen, das ist bewiesen, das ist in keinem Fall bewiesen, das ist eine Arbeitshypothese, um einfach mal ein anderes Modell aufzubauen und zur Diskussion zu stellen. Was die technische Seite angeht, ist die Fernsteuerung von großen Flugzeugen überhaupt kein Problem, das wird schon seit Jahrzehnten gemacht. Und 2001 war es in jedem Fall technologisch möglich. Also das ist nicht das Problem. Wie gesagt, es ist eine Arbeitshypothese und ich möchte einfach, dass die mal öffentlich diskutiert wird und das für und wieder mal abgewogen wird.
Und welche Rolle könnte Saudi-Arabien überhaupt in diesem ganzen Plot gespielt haben? Nach wie vor steht ja im Raume, dass 15 der mutmaßlichen Entführer aus Saudi-Arabien kamen, wenn sie Ganz da auch genau. nicht immer gebürtig waren. Und das ist ja eigentlich auch wieder ein Aspekt der Anschläge, der auch aus sich heraus nicht schlüssig ist und nie richtig klar erklärt worden ist. 15 dieser Leute sollen Saudis sein und danach führt man den Krieg gegen Afghanistan. Das macht auch relativ wenig Sinn auf den ersten Blick. Und die Frage ist natürlich, oder nicht die Frage ist, sondern was augenfällig ist, dass die Anschläge dazu geführt haben, dass Saudi-Arabien relativ wenig politischen Spielraum gegenüber den USA gewonnen hat. Das heißt, nach den Anschlägen hatte die saudische Regierung keine Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt unser Ding, sondern sie mussten sich den Amerikanern unterordnen, genauso wie zum Beispiel Pakistan, die auch durch die Anschläge ganz eng an die Seite Amerikas wieder gezwungen worden sind. Bush hat ja damals gesagt, wer nicht für uns ist, ist für die Terroristen. Da wurde polarisiert. Also die Ereignisse von 9/11 haben zu einer ganz starken Polarisierung geführt. Man kann spekulieren, dass das gewollt gewesen ist von den Leuten, die die Anschläge geplant haben. Denn was auch recht unbekannt ist, dass Saudi-Arabien im Laufe des Jahres 2001 konkrete Pläne hatte, sich von den USA politisch zu lösen. Darüber habe ich auch vor einer Woche etwa einen Artikel veröffentlicht. Und in diesem Kontext, sollte man auch nochmal darüber nachdenken, welchen Vorteil Saudi-Arabien eigentlich gehabt haben sollte. Es wird ja immer wieder nahegelegt, dass Teile der saudischen Regierung irgendwie was gewusst haben von den Anschlägen. Und da sollte man einfach mal überlegen, welchen Sinn diese Hypothese macht. Denn, wie gesagt, die saudische Regierung hatte fast gar keinen eigenen politischen Spielraum mehr nach den Anschlägen. Ja, aber wie sieht es überhaupt mit dem Vorwissen aus? Was hast du da recherchiert, was andere Staaten gewusst haben über die Anschläge? War das nicht zum Teil mit Vorwarnungen für die Amerikaner verbunden und die waren zum Teil auch recht detailliert? Es gab eine Reihe von Vorwarnungen befreundeter Geheimdienste. Es gab auch eigene Erkenntnisse. Es gab zum Beispiel ein Briefing der CIA vom Frühjahr 2001, in dem sie sagen, es gibt Pläne von Extremisten, die vorhaben, womöglich Flugzeuge zu entführen, um politische Forderungen zu stellen. Es gab andere Vorwarnungen und es gab persönliche Erkenntnisse amerikanischer Dienste. Es gab die CIA, die einige der Piloten zum Beispiel schon ein Jahr vorher hat durchsuchen lassen auf einem Flughafen in den Arabischen Emiraten, der war schon auf dem Radar. Es gibt den bekannten Fall der beiden mutmaßlichen Täter Hazmi und Midar, die in der Pentagon-Maschine geflogen sein sollen, die der CIA bekannt waren. Und es gab das Able Danger Programm, das ist nicht die CIA gewesen, das ist der militärische Geheimdienst gewesen und Special Forces und die haben gemeinsam ein Programm gemacht von 1999 bis Anfang 2001, um Al-Qaida zu unterwandern. Und in diesem Programm haben sie 1999, 2000 vier der mutmaßlichen Attentäter entdeckt als Extremisten. Die hatten sie im Schirm. Aber dieses Programm wurde Anfang 2001 gestoppt auf Druck der CIA. Also kurz gesagt, es sieht so aus, als ob ein Teil der amerikanischen Sicherheitsbehörden diesen Leuten auf der Spur war. Und die CIA musste dieses Programm dann bekämpfen, damit das nicht zu früh rauskommt, dass da Leute was unternehmen. Ist jetzt Spekulation, aber eine relativ schlüssige Spekulation. Eine letzte Frage, Zirkelschluss zum Heute. Es wird ja nunmehr gesagt, dass was wir da erfahren, aufgrund dessen, was Edward Snowden über die NSA zutage bringt, dass das alles mit dem 11. September zu tun hat. Nach dem 11. September musste einfach die Überwachung verstärkt werden. Wie siehst du das? Das hat ja auch was mit diesem Vorwissen und Vorwarnung zu tun. Also die Frage nach der Überwachung, welchen Bezug die Überwachung jetzt zu 9/11 hat oder wie ist die Frage Ja, das wird gemeint? ja damit begründet. Seit 9/11 müssen wir das tun. Richtig, also das ist quasi, wenn man jetzt auf den aktuellen Snowden-Skandal mal hin das durchsucht, dann wird natürlich immer gesagt, die Überwachung ist notwendig, um hier die Sicherheit zu gewährleisten und um Terroranschläge zu verhindern. Das ist natürlich eine Argumentation, die recht durchsichtig ist, weil wenn man sich die Anschläge im Detail anguckt, wie die Anschläge Madrid 2004 oder Sauerlandzelle 2007, dann sind ganz häufig Geheimdienstspitzel involviert und zwar zentral involviert, meist bei der Lieferung der Bombenzünder. Also das ist eine sehr generell, eine sehr, sehr dubiose Schiene.
Und die Begründung, dass wir die Überwachung brauchen, um uns vor Terroranschlägen zu schützen, ist also aus meiner Sicht eine Schutzbehauptung. Also die Überwachung wird einerseits gemacht, sicher, weil sie einfach technisch ohne große Probleme möglich ist. Aber andererseits muss man fragen, warum überwachen andere Regime ihre Bevölkerung? Was gibt es dafür generell für Gründe? Und in der Regel ist der einfache Grund Kontrolle, dass man die Leute irgendwie unter Kontrolle behalten will und dass man abweichende Strömungen schon frühzeitig behindern und abfälschen will. So würde ich das interpretieren. Ja, und ist natürlich auch ein großes Verkaufsargument der Geheimdienste selbst, nicht wahr? Wir müssen stärker Richtig. Werden. Richtig, Geheimdienste sagen, hey, hört zu, ihr braucht uns, wir beschützen euch, so auf diese Tour, genau. Ist das nicht eigentlich so ein Grundmuster bei Deep State Events, wenn ich die mal so nennen darf, à la Peter Dale Scott, dass dann hinterher rauskommt als Rat, wie man den nächsten Anschlag dieser Größenordnung verhindern kann, dass die Dienste größer werden müssen? Ganz genau, das ist so ein im System immanenter Automatismus, dass diese Dienste immer mehr wachsen müssen, sich immer mehr ausweiten müssen, trifft ja generell für Bürokratien zu, aber für Geheimdienste eben im Besonderen. Und das hat sich eben in den letzten 10, 12 Jahren seit 9-11 ganz extrem ausgedehnt. Also die Ausdehnung und die allein schon die personelle und finanzielle Ausstattung der Geheimdienste ist so aufgebläht worden in den letzten 12 Jahren. Das ergibt also keinen logischen Sinn mehr. Jetzt eine so starke Verschiebung stattgefunden, die man wirklich in Frage stellen muss. Okay, Paul, dann danke ich dir für dieses kurze Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Mach's gut.